Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir definitiv auf die Plastikboards müssen. Das heißt, wir brauchen einmal Sulfuric Acid. Und Sulfuric Acid stellt man ja sozusagen her in der Distillery. Durch Diluted Sulfuric Acid. Kann ich mal nochmal gleich gucken, ob ich vielleicht doch nochmal ein anderes Rezept finde. Aber soweit ich sehe, nein. Das heißt, wir brauchen eine Distillery. Das ist schon mal das Erste, was wir herstellen. Wir brauchen dafür 1,5 Sekunden. Also wäre das blödsinnig, das in MV zu bauen. Also bauen wir das in LV. Das heißt, wir brauchen Glas, wir brauchen Circuits, wir brauchen Zinnkabel, wir brauchen eine Pumpe. Das heißt, ich habe hoffentlich, das heißt, ich brauche einen Zinnrotor. Ich brauche eine Tinscrew. Zinnrotor und Tinscrew. Teil 1 und wir brauchen noch eine. Das ist, glaube ich, aber eine Bronze Pipe. Das heißt, wir holen da uns mal drei Bronze. Das heißt 1, 3. Dann da. Und basteln. Sagt, achso, nö. Hab ich? Wo hab ich? Hab ich? Ah, Kabel habe ich nicht. Wenn ich das gleich mache. So, wir haben eine Pumpe. Ich brauche noch zwei Glas. Das, mal langsam handeln. Habe ich hier noch Glas drin liegen? Jawohl, habe ich. Zwei Stück bräuchte ich bitte. Dann heißt es dahin. Dahin, ich brauche noch mal zwei. Kabel. Hoffentlich habe ich noch. Ja. Natürlich dann der Nachteil, weil natürlich sind die anderen Circuits dabei draufgegangen, wo wir die gemacht haben. Obwohl wir sie gar nicht gebraucht hätten. Ja, aber wie gesagt, ich habe es auch nicht gesehen. Oh, brauche nochmal eine Bronze Pipe. Ja, schön. Gut, dass ich aufgepasst habe. Dann heißt es jetzt, wir gehen hin. Bin gespannt, wann ich hier gleich nochmal eine brauche. Dahin. Habe ich vielleicht noch eine LV Machine Hall? Nö. Nein, wir haben natürlich auch keinen Stahl mehr. Warum sollten wir noch Stahl haben? ja. Ich hoffe, dass ich jetzt Rough Iron noch habe. Fange ich gleich ganzes Heulen an. Hey, ich habe noch 6 Stück. Ja! Hervorragend. Ich bin ja so von mir begeistert. Wir sollten unbedingt Sachen herstellen. Wie zum Beispiel. Ich habe nichts gesagt. Auf Iron. Komm, Fledermaus, ich gehe mir nicht auf den Keks. Ich habe nichts gesagt. Puff hat's gemacht und weg war sie. Ja.
Die hat sich beleidigt gefühlt, glaube ich. Hat mich angeschnauzt, jetzt gehe ich in die Luft. Wir müssen den durch. Da ist noch Oxy drin. Voll. Und gib ihm. Und er springt an. Dreiunddreißig. Ach, sogar da dabei daneben zu klicken. Gleich den ganzen Stack durch. Alles andere macht keinen Sinn. Was denn? 8. Komm, noch 2. Macht man wieder einen halben Stack, der Rest kann arbeiten, wenn ich weg. So. Okay. Das heißt jetzt, wir brauchen. Mal schon mal eine Distillery. Eine Distillery macht ja, wie gesagt, aus dem Mittel, was wir haben. Also Sulfuric Acid habe ich zwar auch schon mit der Zellen einstecken, weil die habe ich vorhin gefunden. Aber wir wollen ja alles aufbauen. Ich werde zwar erstmal irgendwie provisorisch hinknallen, dass wir die Quest weitermachen können. Aber da müssen wir uns dann auch noch einen super Bereich aussuchen. Das dann sauber mal aufbauen. Wie gesagt, man gibt sich auch irgendwie mit Kleinigkeiten zufrieden. Ja. Dann brauche ich noch bitte Zinnkabel. Rein. Basic Distillery. Okay. Hier haben wir schon mal. Mal wieder hinlegen. Perfekt. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, habe ich hier irgendwie Batterien rumliegen? Wow, ich habe nur eine Small Lithium Batterie fertig. Gleich weinen. Dann konnte man noch 6 Stück herstellen. Die lasse ich jetzt erstmal sicherheitshalber da. Ich brauche vorher noch eine Pumpe. Das heißt, ich muss mir noch einen Motor herstellen. Eisenrods. Immer noch. Nicht mehr. Ja, gerade bei uns geht gerade alles aus. Nicht gut. Gar nicht gut. Riser.
Kupferkabel. Kupferkabel, habe ich gesagt. Ein Kabelhammer. Vor. Und wir sind wieder an dem Thema angekommen. Wann brauchen wir eine große Pipe? Jetzt. Dann sage ich ja, am besten immer gleich mehr machen, dann ist man nicht enttäuscht, dass man es. Ach Mann. Dann ist man enttäuscht, dass man zu blöd ist zum Klicken. Dahin. Schlüssel aufmachen, löschen, zumachen. Hinhängen. Danke. Das haben wir jetzt alles sauber fertig. Und dann brauche ich jetzt bitte aus der Abteilung. Bei Rubbering. Ach, nee, da war noch welche drin. Alles klar. Und die. Kommen auch noch. Und dann brauchen wir wieder einen Rotor und eine Schraube. Ich habe meine Pumpe. Dann brauchen wir noch einen kleinen Tank. Nehmen wir gleich zwei mit. Ich kenne mich. Dann geht's ab ins Chemiewerk. Und dann wird es hoffentlich jetzt alles fertig. Das heißt, wir machen jetzt als allererstes die Verarbeitung von dem Produkt, was ja in der Raffinerie übrig bleibt, zu Hefesäure, glaube ich, war das, ne? Salzsäure? Ja, weiß ich nicht. So, was habe ich denn hier schönes grafisch schon hingestellt? Hydrogensulfid, diluted sulfuric acid. Weg. Runter. Gehst du mal daher. Weg. Nächstes Mal. Ja, wie mache ich das jetzt? Als erstes tue ich mal eine Batterie rein, dass ich schon mal herstellen kann. Genau, normalerweise muss ich ja hingehen und sagen, okay, ich komme jetzt von, brauche ich irgendwo Strom, der kommt von hinten oder von der Seite. Und dann habe ich sozusagen, was wo es reingeht und wo es rausgeht. So, will ich das jetzt alles unten machen? Will ich das oben machen? Ich weiß es nicht. Also ich hätte gesagt, ich mache es auf jeden Fall mal oben. Das heißt, ich komme daher und schließe mal den Tank da an. Das, was da rauskommt, dass es da in den Tank auf jeden Fall drin ist. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall mir hier ein bisschen Sulfuric reinpacken. Aber das ist ja das, was rauskommt. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall. Genau, ich brauche noch ein Circuit Nummer 1. Und dann hätte ich gesagt, ja, mache ich das jetzt unten hin und tue das mit Pipes nach oben. Was ja eigentlich das Sinnvollste wäre, ne? Was wirklich ist einfach das Sinnvollste wäre, dass ich nach unten gehe und sage, okay, dass ich es finde.
Ich merke schon wieder. Doch, da sind wir daheim. Also das heißt, ich habe jetzt dann da und dann geht irgendwann eine Pumpe, das wo dann nach unten geht. Ja, weil sonst wären es zu viele Sachen, ne? Also wenn ich jetzt das alles. Eins, drei. Eins, zwei, drei. Das heißt, stelle ich eben mal hier hin. Oder mache ich dich einen tiefer? Ich mache dich einen tiefer. Genau. So, dann habe ich jetzt dich. Dann kommt jetzt die Pumpe da oben drauf. Und du kommst auf Export. Genau. Das heißt, ich kann jetzt mal hingehen und mir da, Gott sei Dank habe ich ein paar Zellen gerade anstecken. Dass ich mir da ein bisschen was abgreife. Bin nur im falschen Gebäude. Kommt jetzt was an? Der EBF, ne? Genau. Hey, das ist immer falsch. Du auch, du auch. Geh weg. So, dann genau, da haben wir dann Hydrogensulfid. Das ist das, was wir jetzt rauskriegen. Bin im Gang einmal falsch abgebogen. Aber wir haben schon auf jeden Fall mal einen Kreislauf. Das heißt, das kommt dann nach hinten und wird dann irgendwann hierher kommen. So, die Pumpe haben wir. So, dann brauche ich jetzt mal schnell, aber in die Werkstatt, ein paar Pipes. Und ab ins Chemiewerk. Und das heißt, ich muss jetzt hier runterfallen. Ich bin noch narrisch. Habe ich irgendwas einstecken? Bohrblöcke, das ist mir jetzt scheißegal. Hauptsache, ich hab was. Hauptsache mal schnell ein Dach drüber gebastelt. Weil wenn es nämlich das Regnen anfangen sollte, hätte es ja einfach nur Bumm gemacht. Hat schon gereicht, dass ich hier, ja. Und jetzt bitte da dran. Auf jeden Fall schon mal drin, aber es kommt noch nichts rein. Warum? Doch getäuscht? Haben. Mir schon selber nicht mehr mein Weg, das ist ja das Schlimme. Ich gleich muss da hinten hin. Hydrogensulfid.
Das muss erstmal an den Chemical Reactor. Ich bin großartig. Habe mir das Chemical Reactor. Habe ich momentan noch einen rumliegen? Ich schau mal draußen. Haben wir momentan mehrere Sachen, wo wir Gedöns rumliegen haben? Hallo, Chemical Reactor. Ich mal vorhin auch machen können, weil hätten wir noch eine Distillerie gehabt. So, lass mal einen Stack von den Zellen da. Ab zur. Ah, ich brauche noch mal eine Batterie. Dann geht's ab in die Chemiewerk. Bin momentan auch noch beim Überlegen, ob ich das Chemiewerk ein bisschen das Glas raushauen muss, weil. Teilweise schaut es schön aus, aber teilweise ist es auch sehr unpraktisch. Ja, muss ich mir noch überlegen. Meinst du jetzt, wir haben. Haben jetzt schon mal das Problem wieder, dass ich den Tank hier leer kriegen muss. Und gleich noch mal das nächste, ja, nämlich das Eisen. Sehr ja, schön, dass ich das einstecken habe. Batterie, verdammte Axt, Stahl auch noch weg. Jetzt weiß ich aber auch, warum das der das angenommen hat. So, Chemical Reactor. Jetzt ist das Loch nämlich falsch. Genau. Haben wir jetzt schon mal das da richtig beim Reinlaufen? Ja, und jetzt ist halt die Frage. Ich habe jetzt hier sozusagen mein Hydrogensulfid ankommen. Das wird jetzt dann umgewandelt. Das heißt, ich brauche jetzt gleich nochmal ein Circuit. Usage. Ach nee, da brauche ich Wasserzellen. Genau. Das heißt jetzt, ich habe jetzt dann auf jeden Fall hier noch meinen Tank. Das wird jetzt witzig. Das heißt, ich habe jetzt hier dann Strom drunter. Das heißt, haba, ja. Gott, Sprachfehler wieder hoch 5. Ich habe hier doch einen Wassertank, ne? Ich kann mir mal schnell hier 32 in Wasser borgen. Heißt, das Wasser wird dann hier reinkommen und wird dann sozusagen hier rausgespült. Wird dann irgendwann auch nur eine Zelle sein und nicht das. Und ich muss die Batterie reinlegen, weil sonst geht nichts. Hallo? Das heißt, wir haben jetzt die Looted Sulfuric Acid. Habe ich jetzt noch einen Tank übrig? Nein. Und mal blau nicht. Hau.
Das Schlimme ist, ich kann ja die Maschinen ja leiser machen, aber dann höre ich halt alles andere auch nicht. Muss da mal an den Sounds ein wenig rumeiern, wenn es ein bisschen leiser wird. So, das heißt, ich brauche jetzt schnell noch eine Eisenplatte. Und ein bisschen das da. Das rein. Da kann man gar nicht schnell genug ne, was kriegen. Dauert immer noch 20 Sekunden. Himmelswillen. Ja, okay, aber wir haben jetzt schon auf jeden Fall mal das. Das heißt, ich habe jetzt meinen Tank. Meinen Tank, den setze ich jetzt sozusagen daneben hin. Das heißt, ich habe jetzt dann irgendwann eine Pumpe und ich könnte das eventuell dann nach unten abzweigen. Oder ich gehe in die nächste Maschine dann rein. Das ist ja mir dann überlassen. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal hier Eisenrods. Bitte mal schnell nochmal durchmagnetisieren. Dankeschön. Klack. Ja. Davon zwei. Und Pumpe brauche ich. Was da? Ach genau. Das. Davon. Wie gesagt, Puffertank dazwischen will ich auf jeden Fall machen, dass ich es auch rausziehen könnte. Wenn ich halt mehr brauche, muss ich ja noch einen zweiten aufbauen, der wo halt dann ein anderer Weg entlang geht. Aber so habe ich mir wenigstens immer ein bisschen was übrig. Ja, wer doof ist, muss zurücklaufen. Was hat der kleine Jack vergessen? Korrekt, sein Soundmuffler. Da beschwert er sich, dass die Maschinen zu laut sind und dann vergisst er. Genau. Beziehungsweise Muffler Upgrade heißt es. Gar nicht, was das bedeuten soll, wenn ich mir das so anschaue. Oh, ist das ein Ventilator? Ventilator Ja, wobei, ein bisschen Isolierung drin. Was das Schwarze bedeuten soll, keine Ahnung. Ja, Texturen, ich. Also ich kann GUIs anpassen. Das kriege ich hin, aber das war's dann auch. Okay, dann haben wir jetzt dann, wie gesagt, den Tank. Der kommt dahin. Dann haben wir Fluid Output. Heißt, als nächstes kommt es dann hier die Pumpe hin. Exportieren tut sie sowieso. Das heißt, dann habe ich hier jetzt meine Basic Distillery. Heißt, ich habe jetzt dann hier mein. Ah, ja. Jetzt brauche ich natürlich nochmal ein Circuit. Das ist jetzt, glaube ich, Circuit 1, ne? Genau. So. Aber es wird nicht, es ist. Hoffe, dass ich noch ein Circuit 1. 6 Stück. Ja. Fällt keinem auf, wenn ich die klau.
anlegen, weil hier kommen gleich böse, ganz böse Viecher. Die wollen mir meine Maschinen kaputt machen. Für mich. Options. Den Sounds. Ja, ich mache mal die Blöcke wegen leiser. Sehr schön. Das heißt also, ich bräuchte jetzt diluted. Ah, also an dem Schild bin ich schon. Bin schon weiter. Genau. Also das heißt, ich habe Hydrogen Sulfid, dann habe ich diluted Sulfuric Acid. Das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes nochmal einen Tank. Ach nee, das muss ich jetzt im Schnellverfahren machen. Chemiewerk. Und die Flüssigkeit bitte raus. So, okay. Also Sulfuric Acid können wir jetzt dann sozusagen die nächsten Komponenten basteln. Ich vermute mal Sulfuric Acid, wenn ich dieses Rezept schon sehe, wird es das auch noch als Möglichkeit geben, dass ich irgendwann aus Oxy und Hydro und Sulfur das auch herstellen kann. So, Zentrifuge ist das Falsche. Sulfur Exit. Oh Gott. Polyethylen-Sheet und Kupferfoil. Könnte ich jetzt sozusagen auch Plastikboards bauen. Aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja jetzt sozusagen als nächstes. Muss man schnell fragen. Wer da ist. Sekunde. Jedenfalls schon mal wie angenehmer. Da haben wir jetzt Sulfuric Acid drin, genau. Das heißt, ich kann jetzt da mal meine Zellen etwas entleeren. So, aber ich brauche jetzt auf jeden Fall es muss doch auch ein Elektrolyse-Rezept gehen, oder bin ich jetzt bescheuert? Dehydrator, Large Chemical Reactor, Chemical Reactor, Zentrifuge, Cooling Machine, Chemical Bath. Aus dem Mixer, ja, sehr schön, da kann ich dasselbe Zeug wieder machen und dann habe ich einen Multiblock Electrolyzer. Chemical Reactor, nee, das ist dann schon wirklich Chemical Reactor. Genau, und dann habe ich jetzt dann hier nämlich Hydrochloric Acid. Das ist jetzt eigentlich den Bestandteil, den wir ja brauchen. Das heißt, ich brauche jetzt dann gleich nochmal einen Chemical Reactor. Erstmal Salz und den Circuit 1. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir das als nächstes. Schauen wir erstmal mal eine Kiste. So,
Einen Basic Chemical Reactor? Ha! Hätte es gerochen. Ich glaube, er ist schon dabei. Dann heißt es jetzt für mich. Ich schmeiß hier mal ein paar Rods rein. Kann er sowieso auch gleich gebrauchen. Was merkt? Zack. Zack. Weiß, ich bin ein bisschen gemein. Mache ich dir noch ein paar rein. Komplett. Was? Ja. Nee, wir müssen kurz warten. Halt, dann machen wir mal schnell ein bisschen Pause. Ein Stück, das hört sich gut an, oder? Auf jeden Fall durch drei teilbar. Wenn ich nichts verlernt habe. Danke. Ja, der war aber wieder prima. Ja. Wenn man Leute bei der Arbeit zuschauen muss, ist immer das Schönste. Rotz, Eisenrotz. Nein. Du hast alles, Profit. Immer Dank. So, habe ich eigentlich auch die Tanks dabei? Auf jeden Fall einen, ja. Und wir brauchen noch mal ein Circuit 1. Und eine Batterie. Sonst geht nichts. Das mit dem Strom mache ich irgendwann. Weil das ist, ja. Für die Sachen, was wir momentan brauchen, reicht es uns erstmal. So, jetzt muss ich nur überlegen, was ist denn jetzt eigentlich intelligenter, einen Konvoi zu bauen? Das sind zwei Motoren, ein Kabel und oder eine Pumpe, das ist ein Motor. Pumpen einstecken. Ich hätte gesagt, brauche ich gar nicht mehr nachdenken. So, okay, das habe ich das. Dann habe ich das. Dann haben wir jetzt schon mal wieder eine Pumpe. Die kommt dahin. Dann geht das jetzt sozusagen in die nächste Maschine. Sofort ein Dach drüber. Muss hier unbedingt das Gebäude mal fertig bauen. So, dann heißt es jetzt Circuit Nummer 1. Ja, und ich habe natürlich das Salz vergessen. Kann ich nur.
Salz, 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 Salz. Was wir brauchen auf jeden Fall auch noch vernünftig Salzabbau. Möglichkeiten. Ich hoffe, dass da noch bessere Fundorte gibt als momentan auf der Oberwelt, weil finde ich teilweise nicht so gut. Batterie. Hoffe, dass das jetzt alles passt. Wenn ich das richtig gemacht habe. Perforated Acid. Nach oben, nach oben. Jawohl. Ich sehe dann, dass er was macht. So, wir haben jetzt Sulfuric Acid. Bauen wir das mal ab. Dann gehen wir auch gleich mit der mit dem Dach ein bisschen weiter. Also das heißt jetzt dann, ich gehe jetzt dann nach oben. Das heißt, oben habe ich jetzt also auf jeden Fall dann mein Sodium-Bisulfat-Dust, der wo ausgeworfen wird, oh, in den Drawer geht oder whatever, wissen wir noch nicht. So, dann heißt es jetzt, ich habe jetzt hier eine Pumpe. Diese Pumpe geht jetzt mir dann definitiv in diesen Tank hier rein. Und dann haben wir jetzt hier Hydrochloric Acid. So, und Hydrochloric Acid. Müssen wir mal gucken. Blast Furnace, Elektrolyse, Hydrogenzelle. Okay, nee. Weiß nicht, bescheuert, oder? Glaube, das habe ich schon so oft gefragt. Irgendwann sagt er natürlich ja. Also auf jeden Fall Bisphenol A kenne ich schon mal. Aber ich brauche da noch mehr Möglichkeiten. Genau. Jetzt brauchen wir nochmal einen Chemical Reactor. Wir brauchen Eisen, Eisendust und drei leere Zellen. Das heißt, wir haben Hydrogen. Hydrogen. Ja, bei Hydrogen, Hydrogen, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Das heißt, die haben jetzt da 32.000 drin. Das heißt, ich brauche hier die Pumpe. Brauche nochmal einen Chemical Reactor, dann brauche ich drei Zellen. Ja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass ich von Hydrogen oder wie auch immer man das ausspricht, habe ich genügend. Ich habe nur zu wenig Oxy. Ja. Verdammt. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendeinen einen Kreislauf laufen lassen kann, was da rauskommt. Oder ich mal, ja, das teilweise dann wollte. Das heißt, wir brauchen was ich jetzt als erstes brauche, ist auf jeden Fall nochmal eine Pumpe. Ja, verdammte Axt. Was ist denn heute mit mir los? Ja, bin ein bisschen schneller. Hab's aber auch schon ein paar Mal gemacht mittlerweile. Ja, ich habe die Pumpe, das heißt, ich brauche jetzt noch den Halt. Ich brauche jetzt als erstes die Batterie. Wenn ich schon hier bin. So, jetzt ist die Frage, habe ich hier irgendwo Eisen rumfliegen? Eisendust, ja, habe ich.
Das war im Chemical Reactor. Nee, da brauche ich nur 13. Einen Circuit. Chemical Reaktoren hier rumfliegen. Ja, wie gesagt, es macht bei einigen Sachen macht es Sinn, auf MV zu gehen, wenn es nach Geschwindigkeit geht. Bei einigen Sachen macht es überhaupt keinen Sinn, auf MV zu gehen, weil, wie gesagt, was willst du bei 1,5 Sekunden noch extrem verschnellern? Okay, bei den Wasserpumpen, also um destilliertes Wasser zu machen, vielleicht, weil dann du halt das Zeug schneller bekommst, aber die macht dir hier überhaupt keinen Sinn. Und ich habe jetzt bestimmt einen Tank vergessen. So, das heißt jetzt, ich komme jetzt das dahin. Und ich habe jetzt hier drei leere Zellen und meine Batterie. So, und der braucht jetzt 20 Sekunden. Aber wie gesagt, reicht mir. So, dann gehen wir mal schnell nochmal nach vorne, bitte in die Werkstatt, holen uns schnell einen Tank. Und das ist überhaupt kein wirrer Aufbau hier. Das heißt, du gehst dahin und machst uns bitte einmal den Fluid Output. So, das heißt, wir haben jetzt Eisen-3-Chlorid. Und mit diesem Eisen-3-Chlorid können wir, ja, das war mal wieder ich, in einem Chemical Reactor in uns die Boards basteln. Brauchen wir 250. Heißt, wir haben da auf jeden Fall genügend übrig. Wie gesagt, ich muss mir noch was überlegen. Hydrogenzellen. Kann ich da irgendwas draus machen, wo ich sagen kann, macht Sinn? Ja, ich könnte Strom draus verarbeiten. Könnte einen Oil Cracker reinhauen. Könnte mit Sulfur-Hydrogensulfid machen, also das, was ich vorhin gesagt habe. Mit Chlorin könnte ich auch Hydrochloric Acid herstellen. Also das heißt, es gibt mehrere Methoden. Ja, und wie gesagt, aus Hydrogen Deuterium könnte ich machen in der Zentrifuge. Deuterium habe ich noch nicht hergestellt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Eisen-3-Chlorid. Das heißt, wir haben jetzt, ja, sehr schön, meine Venen brennen ein bisschen. Das ist, nennt man dann Nervenschäden. Bin beeindruckt. Muss mich unbedingt mit den Soundcraft-Sachen auseinandersetzen, damit ich weiß, wenn ich diesen Käse wegkriege. So, also wir haben jetzt aufgebaut. Einmal Hydrogensulfid. Wie gesagt, es wird irgendwann eine Leitung geben, die von da drüben hier rüberläuft und den automatisch da unten befüllt und der dann den da befüllt. Das haben wir dann Diluted Sulfuric Acid, das wo auch nach unten abgeführt werden kann. Und hier haben wir dann sozusagen den Wasserkreislauf, wo wir dann brauchen. Wie ich den aber hier in die Maschine reinkriege, weiß ich noch nicht. Weil ich brauche, ne, Strom kommt von da. Aber ich brauche auch noch Wasser. Aber das heißt, ich muss ja mir erstmal das Wasser herstellen. Ja, da sind wir am Arbeiten dran. Dafür wollen wir ja das da machen, die Workstations. Dass wir jetzt endlich unseren Vakuumfreezer hinkriegen. Daran arbeiten wir ja. Wir bauen den ganzen Käse nur auf, um an diesen Vakuumfreezer ranzukommen. So, und da ist schon die erste Batterie leer. Oder fast leer. Ja, das muss man auch noch aufbauen. Ne, die ist leer.
Ja. Also wie gesagt, wir stellen jetzt hydrogen Sulfid, wandeln wir um in diluted sulfuric acid, wandeln wir um in sulfuric acid, wandeln wir um in hydrochloric acid, wandeln wir um in Eisen-3-Chlorid und haben noch als Beisache Sodium-Bisulfat dabei, dass man jetzt sozusagen ja auch noch mal in einen Elektrolyzer schmeißen kann. Und dann habe ich noch mal Hydrogen dran. Also ich habe schon gesagt, ich muss mir auf jeden Fall Gaspumpen einfallen lassen, dass wir noch mehr Strom produzieren, noch mehr Umweltverschmutzung machen. Hervorragend. Doch klasse. Und das kann ich, glaube ich, dann, genau wenn ich diese Flüssigkeit habe, könnte ich mir da eventuell auch noch mal in einem Chemical Reactor daraus auch noch mal Plastikboards machen. Also das heißt, ich habe jetzt dann beide Möglichkeiten. Das habe ich auch gemeint mit, das wird noch einen zweiten Weg geben. Entweder ich mache mir jetzt dann hier oben drauf einen Drawer und sage, okay, mach mir das und führe es dann irgendwann hier hinter und mache da einen Electrolyzer dran oder auf eine andere Schiene, aber es wird sich zeigen. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4. Vier Maschinen haben wir jetzt hingestellt. So, und dann heißt es jetzt, ich krall mir mal die Eisen-3-Chlorid. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt gleich eine geknallt kriege. Heiß, kalt oder was, was du Kuckuck ist. Oder von hinten, weil sie einstecken haben. So, und dann brauche ich jetzt für das Eisen-3-Chlorid. Genau, einen Chemical Reactor, den habe ich ja noch. Den stelle ich mir jetzt einfach mal vorne hin. Und schmeiße mir eine Batterie hin. Ich weiß, oder habe ich vielleicht sogar schon eine aufgestellt? Fragen über Fragen. Ja, und vor allem, was für einen brauche ich? Weiß ich EU. Weiß ich EU. Also mir DD1LV reichen. Habe ich hier einen Chemical Reactor. Daraus mache ich mit Oxygen und Ethylen genau, Plastik. Okay. Heißt, ich mache mal schnell. Auch langsam. Ich das mal hier raus. Ziehe mir mal meine Oxy raus. Füllen wir mal meine, ein schönes Eisen-3-Chlorid hier rein. Dann tue ich mir mein Circuit raus. Was brauche ich jetzt genau? Kupfer. Kupferfolie. 6 Stück. Und Plastik. Okay, habe ich hier. Halt, nein. Folie habe ich hier. Aber viel zu wenig, oder? Kupferfolie, nee, nicht wenig. Muss ich nur hoffen, dass ich nicht was noch vergessen habe. So, wie mache ich jetzt diese? Komischen Boards. Wie mache ich ihn? Echt jetzt? Sulfuric Acid im Chemical Reactor.
Reactor habe. Ich habe hier den Käse drin. Da habe ich Ethylen drin. Bom. Wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich hier auch schon einen Chemical Reactor stehen? Ja, habe ich. Hahaha. Du hast Vorteile. So, schnell nochmal ins Chemiewerk. Acid. Und davon brauche ich jetzt Polyethylen-Sheet und Kupferfolie. Alle da hinten reingeparkt. Mit. Auch. Offen. Aber ihr seht, wohin das hinläuft. Das ist nämlich mein Spielspaß-Spannungssache. Dass wir jetzt dann bis zum nächsten Mal die Circuits soweit vorbereiten. Reicht, wenn ich mich mehr machen. Rein. Oh Gott. Ja, ich muss mir, wie gesagt, was mit den Hydrogenzellen einfallen lassen. Also wie gesagt, am besten wäre eigentlich, wir bauen uns da Gasturbinen, dass wir das verbrennen. Weil wollten wir einfach nur, meiner Meinung nach, kompletter Blödsinn. Weil ich darf das zwar nicht hinten dann verwenden, außer ich mache da eine zweite Möglichkeit, aber es wäre zum Beispiel so, dass man jetzt sagen könnte, okay, ich stelle da eine kleine Gasturbine hin, meinetwegen auch MV, und lass die halt arbeiten. Könnte man ja eventuell machen, dass man sagt, okay, man hat da noch eine Gasturbine, die halt für das Chemiewerk was macht. Oder man sagt, okay, man verfrachtet dann die großen Zellen irgendwo anders hin und lässt dann da gasmäßig was machen. Aber es ist halt ein bisschen, ja, merk gerade, ne? Also so viel, also das weg. Wäre halt auch ein bisschen, weil da machst du halt auch wieder den Chunk platt mit Dreck, kann man so sagen. Ja. Okay, aber wir haben ein bisschen was geschafft. Wir können auf jeden Fall uns ein paar von den Plastic Circuit Boards herstellen. Wenn ich jetzt nicht ganz bescheuert bin. Genau, lassen wir den auch noch einmal laufen. Einmal 40 Sekunden. Und ich bin froh, dass bis jetzt mein Rechner wirklich durchhält. Keine Ahnung, der hat Watteeinheit gebraucht oder war beleidigt, dass ich ihn zu lange ausgeschaltet habe. Ich habe keine Ahnung. Ist ein braver PC. So, perfekt. Und wir haben ein Plastik-Circuit-Board. Das heißt, wir haben doch irgendwas geschafft in dieser Folge. Also, wir haben das ganze Chemiekraffel aufgebaut. So provisorisch. Reicht uns momentan. Und wir haben unsere Plastik-Circuit-Boards. Das heißt, wir können eventuell beim nächsten Mal unsere Sachen machen, die wir brauchen. Ja.
Ich werde die Dinge aber vorbereiten, diese komischen, heißen die Dinge? Sind das die Integrated? Schauen so aus, ja, haben gelbe Punkte und blaue Punkte. Schaut gut aus. Dann werden wir die hoffentlich auch dann vorbereitet haben bis zum nächsten Mal. Und dann können wir endlich mit den Aufgaben weitermachen. Ja. Auch sehr gut. Ja, genau. So, wer noch Fragen, Anregungen oder sonstiges hat, der schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ihr seht ja, wenn ich die Kommentare gelesen habe, dann fließen die auch jetzt dann mit in den Text hier ein. Ja, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.